Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft hier mit mir, dem Razor Games, und euch, dem Zuschauer. Ja! Am Freitagmittag, jetzt gehen wir Stoppuhr. So, Stoppuhr ist an. Kackstoppuhr. In der letzten, genau, wir müssen heute das Dach hier machen. Dafür, ich mache jetzt mal Treppen. Ne, pass auf, wir müssen Holz hacken gehen, befürchte ich. Ich fürchte, wir müssen Holz hacken gehen. Oder müssen wir Holz hacken? Ne, pass mal, wir machen jetzt, weil doch, komm, wir gehen kurz Holz hacken. Es bringt alles nichts, wir werden damit so oder so nicht fertig. Können wir jetzt auch noch schnell Holz hacken gehen? Holz hacken. Verdammt, Christi, so Holz hacken gehen? Ja. Ja, am Dienstag kam das heiße Update raus. Ich habe es nicht gespielt, weil ich keine PlayStation 4 oder keine Xbox One habe. Aber Sand. Naja, super. Das kommen wir ja sehr weit. Nee, weil ich keine PlayStation 4 und auch keine Xbox One habe. War für ein PC. Das ist toll. Im Fall von GTA bringt uns das gar nichts. Aber das macht mir nichts. Weil wir zocken dann einfach auf dem PC. Die heißt Mission. Vielleicht im Yamato oder so. Weiß nicht, ob wir das zocken. Aber die Kampagne geht zu mir. Das habe ich mich entschlossen. Also ziemlich sicher zumindest. Also es kann natürlich sein, dass ich mich jetzt noch umentscheide oder so. Aber ziemlich sicher kommt die Kampagne mit dem Razor auf der PC-Version dann. Im April. Oder wenn es halt in die PC-Version rauskommt. Das ist ja, steht irgendwie immer noch in den Sternen. Von Los Santos steht das in den Sternen. Keiner weiß es so wirklich. Aber wenn sie dann kommt, und auf jeden Fall werden dann noch in den ersten Wochen oder in der ersten Woche, eher gesagt, wahrscheinlich werden es nicht Wochen, sondern eher eine Woche. Weil man darf ja auch nicht, weißt du, man darf jetzt nicht denken, das geht ja dann die Revolution wird dann für PC, dass jetzt so mega viel Neues ist. Die Grafik wird da wahrscheinlich nochmal eine richtige Bombe werden. Auch wenn viele sagen, es sieht doch gar nicht anders aus als auf der PlayStation 4. Aber nichtsdestotrotz gibt. Kann man schon erkennen, ob es auf der Konsole ist oder auf dem PC. Das ging bei, klar, bei Old Gen ging es eher, aber und das meine ich jetzt nicht wegen den hochauflösenden Texturen oder so, sondern einfach am Farbstil. Die PC-Version sah einfach irgendwie realistischer aus, so einfach vom Gesamtbild aus. Fand ich, sah die PC-Version da ein bisschen besser aus, einfach ein bisschen realistischer von den Farben. Und es wird auch hier wieder so sein, dass die PC-Version einfach natürlicher aussieht. Axt haben wir nicht. Na super, okay, müssen wir machen. Oder warte, wir haben sowieso genug Holz jetzt erstmal. Also für die nächsten paar Minuten dann. Jedenfalls wird in der ersten Woche schön viel Tipps und Tricks kommen. Mit mir im Razor. Guck ich mal, ob ich da Tricks raushaue oder so. Neben der Story dann. Cheats werden ja dann erstmal nicht kommen, weil wir spielen ja wie gesagt die Story. Und da wollen wir ja cheatfrei durchs Leben. Das ist so eine Kampagne. Ist das eine Spinne? Nee, ich dachte, da wäre gerade eine Spinne. Voll bescheuert. Und, guck mal, warte mal, wir machen mal eben hier die Fackeln an. Das ist irgendwie dämlich. So, das Glas brennen wir übrigens hier, dass wir das Fenster hier reinhauen, machen können. Nur, da wollte ich mal gesagt haben. So, warte, wir machen mal. Aber jetzt können wir eigentlich auch so machen. Und dann so. Und dann so. Ja, mach mal. So, jetzt müssen wir hier irgendwie hochkommen. Schaffen wir das? Boah, und dieser Rollercoaster Tycoon World Trailer, mein Gott. Der hat ja wirklich, boah. Der hat gezwiebelt, ey. Im negativen Sinne. Also das war ja wirklich, boah, was die sich da gedacht haben müssen. Aber egal, darüber möchte ich jetzt nicht reden. Was hab ich mir hierbei gedacht? Muss weg. Vor allem, ich habe keine Axt mitgenommen. Das ist vielleicht nicht so geil. Egal. Genau, hier wollen wir dann wieder so Platten machen. Und dann wieder so hoch. So haben wir das ja gedacht, dass wir das so machen. Und das hauen wir weg und müssen dann nochmal neu setzen. Na super. Ah nee, doch nicht. Okay. Perfekt. Habe ich aufgenommen? Ja, ich glaube schon. Muss man mal aufpassen, ne? Ist das ja. Können wir gleich nochmal testen, ob wir es aufnehmen, weißt du? Das dachte ich mir dabei. Toll. So, ein bisschen konzentriert gerade bei der Sache. So. Dann hauen wir mal die Hälfte. Wir werden so früher oder später alles verarbeiten.
So. Okay, dann machen wir das unten hier weg. Mal gucken, wie das später aussieht. Ich bin mir da gar nicht mal so sicher, ob das wirklich gut aussieht. Aber ich hoffe einfach mal. Mein Mikrofon ist richtig. Okay, ich dachte gerade, ich hätte das auf die Seite irgendwie gesetzt oder so. Also, dass es zur Seite gedreht ist. Weil das wäre ein bisschen dämlich, wie ihr euch vielleicht denken könnt. So, jetzt hauen wir hier. Machen wir jetzt hier Glas rein oder hauen wir jetzt hier Flachdach? Ich glaube, wir hauen hier Glas rein. Komm ich hier. Stuntman! Ja, Stuntman hat sich aufs Maul gelegt. Egal. Dann müssen wir jetzt aber noch kurz Sand. War da schon ein Feld? Ein 3x7 Feld war ist das, glaube ich. Huch, warte mal eben. Haben wir nicht mal eine Schaufel dabei. Das heißt, halt sowieso. Hätte man die Röhre geguckt, hätte man unseren Kopf in den Sand stecken können. Oh, wir sind heute übrigens nicht in die Höhle gegangen mit Wölde. Nee, da haben wir nichts mehr. Okay, dann müssen wir uns kurz was aus Stein zwiebeln. Deswegen kam ich auch gerade auf Höhle, weil wir gerade mit so komischen Neandertaler-Werkzeug rumrennen. Aber Neandertaler hatten vielleicht auch Eisen, ja, das ist mir egal. Redewendung halt, ne? So, da hinten ist eine Blümli. Ein Blümli ist da. So, kann man denn hier abbauen? Hier kann man abbauen, nur dass es auffällt. Dann sieht sogar ein bisschen schöner aus, meiner Meinung nach. Ja, sowieso mal dafür, dass wir vielleicht so eine kleine Strandregion draus machen. Oder eine Erdregion. Ach, ist doch eigentlich egal, oder? Was ich aber mal eben mache, ist diesen Berg hier weg. Also, ich möchte anfangen, wir machen erstmal Gras weg. Toll. Nee, aber das ist einfach, weißt du. Also, man kann ja auch ein bisschen mal improvisieren bei seinen Tätigkeiten und auch ein wenig was anderes anfangen, was man eigentlich machen wollte. Ja, das ist ja jedem das Seine. So, jetzt müssen wir den Baum kurz ein bisschen dezimieren. Es tut mir natürlich sehr leid. Alles mega. Boah, dann habe ich schon gesagt, dass ich für GTA 5 was richtig Großes geplant habe. Allerdings irgendwie nicht von der Community, sondern möchte auf jeden Fall ein Zeitraffer-Video machen, sagen wir mal so. Aber das wird dann, glaube ich, richtig krass. Also das Zeitraffer-Video wird dann, da habe ich mir was richtig Großes vorgenommen. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich kann es nicht. Wir haben nur 18 Sand. Ich wollte ja, genau, ich wollte da Sandfarmen gehen. Ich kann nicht versprechen, dass wir, dass ich das auf die Reihe bekomme. Ich möchte aber noch nicht sagen, was es ist. Guck mal hier auch noch. Was es ist, weil ich glaube, wenn ihr das Video dann rauskommt, das Zeitraffer-Video, werdet ihr schon merken, was ich da meine, wenn es in dieser Art auch gemacht wird. Das weiß ich halt, wie gesagt, noch nicht, ob ich das jetzt so machen kann oder ob es dann vielleicht doch eine Nummer zu groß wird. Aber gut. Das soll ja nicht die Sache, das Thema hier sein. So. Sollten wir mal... Ja, genau. Wir sollten jetzt mal nach Hause gehen. Ja, hi. Pass mal auf. Du machst mir gar nichts hier. Boah, fresse ich einen Besen, bevor ich drauf gehe. Bevor du mich frisst. So, jetzt habe ich aber Angst, weil ich glaube, hier ist ein bisschen Creeper-Spawn-Zone. Ja, ich habe schon gesagt, ne? Achso, wir müssen sowieso hier rein. Hallo, Creeper. Creeper. Wir müssen mal ausleuchten. Oh. Ja, da müssen mal ausleuchten. Was ist das denn für ein Lied? Erinnert mich auch an irgendein Spiel. Steht nur 50. Ich hoffe immer so, dass auch dass der Liedname da steht. Aber dem ist leider nicht so. Good morning America. Wo hallo? Ach so, ist nur ein Zombie, okay. Das ist doch von Zelda. Hallo Enderman. Na super. Wo ist denn der Creeper jetzt hin? Da ist der Creeper, den kill ich kurz. Aber im Wasser. Weiß. Egal. Komm mal her, komm mal her, Freund, Kollege. Komm mal her. Warte. So, guck mal. Ja, Freund, ne? So, ich habe übrigens einen Enderman gehört. Ja, ich habe einen Enderman gehört. Ja. Ich glaub, wir machen mal hier den hier und den. Upp, den hier. Müssen ja eigentlich mal auch, wir brauchen ja die hohen Bäume, wir machen zwar eben eine Axt, dann gucken wir mal, ich glaube, wir sind gerade ein bisschen geduckt, weil, bis gebückt, weil das geiler ist, nee, weil,
wegen Enderman und so. Eniman? Eminem, das ist der Bruder von Enderman. Eminem. Auch geil. La 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 la. Boah, das ist doch Zelda, oder? Oder bin ich jetzt komplett bescheuert? Das ist doch Zelda, müsste Zelda sein. Zelda. Müsste Zelda sein. So, guck mal, jetzt mal alle Bäume weg, die müssen nämlich höher sein. Dann mache ich hier Blümchen rein, hier vielleicht so einen kleinen Kasten, so einen kleinen Blumenkasten oder so, keine Ahnung. So, haben wir Sepplinge dabei. Oh, sogar nicht zu knapp. So, der ist 3 hoch, 3 hoch, 3 hoch. Perfekt. Das heißt eigentlich gar nicht mehr so. Also, ja, die Hälfte halt, ne? Guck mal, hier ist noch verrottetes Fleisch. Kann nicht schaden. Für schlechte Zeiten kann man einfach mal seine alten Oppes aufessen. Das geht dann schon klar. So. La 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 la. Du, warte mal, das war ziemlich falsch. Scheiße. Ich sing nicht mehr mit, Freunde, sorry. Ja, hier. Okay. Guck mal, hier ist ein Creeper-Loch. Das wollte ich eigentlich schon seit Jahrzehnten gestopft haben. Boah, am Samstag ist es Bock-WM, ne? Morgen. Nee. Also doch, vielleicht wegen Sagazar. Aber ansonsten will ich nicht schauen. Also ich schaue vielleicht mal rein, aber weiß ich nicht. Ich habe am Samstag sowieso ein paar Termine. Also abends ist nicht, aber halt mittags, glaube ich, dann abends Bock habe, noch so was zu schauen. Mein ProSieben ist kein schlechter Sender, aber das Zeug, was da teilweise drauf läuft, kannst du dir teilweise echt nicht geben. Aber gut, so ist es, glaube ich, bei jedem Sender. Also wie gesagt, vielleicht schaue ich mal wegen Sagazar rein, aber... ne? Es ist nicht so, dass ich da voll drauf abfahre auf dem Bock-WM. Trotzdem eigentlich eine ganz coole Sache. Weil das ja viele mögen und ganz ehrlich, es ist zumindest was anderes. Das kann man positiv lassen. Sie haben sich damit zumindest was überlegt. Was viele Entwickler, viele Sender ja irgendwie, was hier ein bisschen, naja, ein bisschen egal ist. Was Hauptsache, wir machen das und das in einem anderen Prinzip so, weißt du? Was ich mittlerweile sehr gerne schaue, ist Topia. Wobei ich das eigentlich auch nicht mehr schaue. Ich habe es jetzt mal ein paar Tage geschaut und irgendwie, weiß ich nicht. Es hat irgendwie, ja, das Dschungelcamp nur nicht mit so, weiß ich nicht, Dschungelcamp in randomer irgendwie so, das ist irgendwie mehr zufällig. Das hat nicht so viel, weißt du, da wird halt nicht angeschaut der Tag, so was passiert ist im Dschungel zum Beispiel, und dann, geschaut, ob man da irgendwelche Debatten draus hauen kann, irgendwelche Geschichten von irgendjemanden, ganz tragisch oder so. Sondern da wird halt einfach, nicht wirklich themenspezifisch, drauf eingegangen bei Utopia. Das ist halt eher so ein Bericht, was da passiert ist, so. Bei Dschungelcamp ist es ja eher so, da kündigen die Moderatoren da was an. Und dann kommt es halt, und dann, kommt nächstes Thema. Und dann wird so die Sendung abgespielt. Zwischendurch ja noch die Dschungelprüfung. Wobei ich finde, soll es in Utopia auch geben. Vielleicht keine Dschungelprüfung, aber sowas in der Art. Irgendwie Aufgaben. Also jede Woche eine Aufgabe. Das ist irgendwie so. Ich weiß nicht, wie man das einfügen kann. Zudem, das ja auch eigentlich eine neue Gesellschaft simulieren soll. Ich glaube, nämlich durch die Gegend. Genau, wir wollten das Glas brennen. Scheiße. Das haben wir jetzt voll vercheckt. Oder ich hab's vercheckt. Das nehme ich mit Schuld auf. Schuld nämlich auf mich. So, aber auch ganz 8 Glas. Na, ist ja toll. Dann gehen wir mal zuerst aufs Dach. Bevor die Rockmusik, ey. So, mal gucken, was wir hier draus machen. Vielleicht noch ein bisschen mit Wolle arbeiten, dass es nicht ganz so eintönig aussieht. Ja, doch. Boah, Shader gibt's da nicht viel 1.8. Also, wie gesagt, wenn ihr da Shader habt, dann haut raus, ganz ehrlich, haut raus. Ich weiß nicht. Also für gewöhnlich weiß ich nicht, sag mal so. Wir kommen jetzt zumindest. Jetzt habe ich gerade geschlossen. Ich laufe die ganze Zeit vor Bett und denke so. Jetzt bin ich aber gerade. Haben wir jetzt gerade dabei? Okay, weil das kommt zurück. Das war mal kurz noch in der Folge. Ich sing voll falsch. Ja. So.
Hier, das müsste aus Stein werden. Das machen wir kurz. Ich hoffe, ich hätte dafür keinen Hintergrund, dass es aus Holz ist. Ansonsten haben wir gleich ein Problem. Na, wird schon nicht haben. Ey, Freunde, ihr habt schon nicht haben. Oh, okay, so schlimm war es auch wieder nicht. Oh. So. Monkey Island ist auch schon ein geiles Spiel. Auch wenn ich es nie gespielt habe. Aber von der Musik her ist es ein geiles Spiel. Ich habe generell so wenig, Oldschool-Scheiß gespielt. Ja, zum Beispiel Mario habe ich auch nie gespielt. Oder spiele ich nicht. Irgendwie, weiß ich nicht. Das ist irgendwie so... Weiß nicht. Ich habe auch kein Nintendo DS. Hatte ich nie. Werde ich wahrscheinlich auch nie haben. Ja. Hm. Ich muss jetzt auch noch Stein rein. Was da? Ein Stein. Ein Stein muss Stein rein. So, müssen wir hochkommen in unsere kleine Lounge. Ja, jetzt passt. So, Freunde, in dem Sinne würde ich sagen, ja, bauen wir noch schnell was rein. Ja. Oh, ob das funktioniert, ich weiß es nicht. Ich probiere jetzt kurz. Das will ich noch kurz in der Folge ausprobieren. Wenn wir aber ein paar Treppen brauchen. Mal gucken, ob es klappt. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Wahrscheinlich nicht. Aber ausprobieren kann man es mal. So. Und zwar geht hier die Treppe hoch. Hier die Treppe hoch. Hier geht die Treppe hoch. Geht auch die Treppe hoch. Dann gehen wir mal hier so. So. Ey, es funktioniert. Wie geil. Wie geil ist das denn, dass das funktioniert? Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, das würde jetzt irgendwie voll dämlich aussehen. Also, das funktioniert, ist klar, das ist Minecraft, da funktioniert alles, aber dass es toll aussieht, dachte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Der Eingang ist halt nicht mittig, ne? Pass mal auf, dann machen wir das auch kurz anders, dass es hier zentral liegt. Muss man hier in die Ecke reinhauen, oder pff, weiß ich nicht. Ist auch eigentlich egal, ne? Ne, eigentlich ist es überhaupt nicht egal, aber das muss auf jeden Fall zentral sein, ansonsten kriege ich Herpes. Hast du was gegen Herpes? Ja, ich habe was gegen Herpes. Aber ich habe nichts gegen Herpes kranke. Ein kleiner, aber feiner Unterschied, ja? So, so, so. Voll reinhauen, reinrauen. Wenn wir jetzt hier so machen. So machen. So machen. Kann man eigentlich anbieten, oder? Kann man anbieten, ja. Würde ich jetzt mal anbieten, so. Dann machen wir dasselbe jetzt auf der Seite aber auch noch. Oh, das ist jetzt sonst verarbeitet, welcher ist scheiße. Ja, ich weiß. Also, dass es halt besser aussieht hier, ne? Ach nee, so habe ich es doch nicht mal gemacht. Das sind schon mal 18 Minuten, ey. Das heißt schon, das war früher Standard. Da, wo die Welt noch in Ordnung war. So. Ups. Dann kann man vielleicht hier... Jetzt hat mich auch die Minecraft-Lust gepackt, ey. Wenn ich jetzt weitermache, dann höre ich nie wieder auf mit Let's Playen hier. Also mit der Folge. Na jedenfalls kann man hier vielleicht eine kleine Bücherecke oder so reinhauen. Das machen wir aber dann in der nächsten Folge. Die dann am Dienstag kommt. Ich würde sagen, bis dahin. Haut da rein. Mach's gut. Ciao.